Willkommen im zweiten Teil meines Vortrags über die Flussmark, alternatives Geldsystem. Wir haben im ersten Teil den Kapitalismus behandelt und es ist einfach Zeit für Neues. Und ich finde, es ist das Geldsystem, was die Grundlage für Neues bereitet. Und hier habe ich mal die Hauptalternativen von unserem heutigen Geldsystem aufgeführt. Und zwar lege ich da besonderen Schwerpunkt auf das bedingungslose Grundeinkommen, was durch fließendes Geld finanziert wird. Und beide Komponenten zusammen ein sehr gutes Konzept abgeben. Da gibt es dann als anderes den Minuto. Der geht davon aus, dass jede geleistete Arbeitszeit gleich viel wert ist wie von einem anderen Menschen und keine Hierarchien mehr in der Bezahlung ausgedrückt werden können. Auf der rechten Seite ist dann das Infomoney von Franz Hörmann. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das Konzept richtig verstanden habe. Mir scheint es so, dass jeder eine eigene Währung hat oder einfach eine Zahl und jeder Käufer gibt ein, wie viel er bereit ist dafür auszugeben und jeder Verkäufer sagt, wie viel er dafür haben möchte. Beide erfahren von ihren jeweiligen Zahlen nichts und so gibt es dieses Nullsummenspiel nicht mehr. Und da ist Franz Hörmann halt sehr viel Potenzial drin. Dann wird der Bitcoin in der Mitte von der Pyramide, das ist jetzt die Unterseite der dreiseitigen Pyramide aus dem ersten Teil. Da ist der Bitcoin, der ist interessant, weil er keine Bank braucht und nicht gehackt werden kann. Ist, glaube ich, ein sehr sicheres System und ein Staat hat da keinen Einfluss drauf. Das einzige Problem ist, dass die Geldmenge begrenzt ist, was an sich erstmal schön klingt, dass das nicht nachgedruckt werden kann. Aber so eine Goldwährung zum Beispiel, also es ist dann ähnlich wie eine Goldwährung, hat halt einige Probleme, wenn man es im Internet eingibt, mit Deflation und Inflation. Also in Preisschwankungen halt. Und ja, der Bitcoin ist halt momentan, ja, ist zwar bankenunabhängig, aber hat auch kein fließendes Geld drin und kein bedingungsloses Grundeinkommen. Und ich glaube, dass wir ein bedingungsloses Grundeinkommen in der heutigen Zeit uns verdient haben. Gut, dann sind wir wieder bei den oberen Konzepten. Da haben wir zum Beispiel Regionalwährungen, die wir schon durchführen, schon gestartet haben. Die haben immer oder oft ein fließendes Geld implementiert, sodass es immer ein bisschen weniger wird. Zusätzlich gibt es noch ein Gradido, wo wir zum Schluss der Flussmark noch drauf zurückkommen. Und interessant ist auch Andreas Popp mit dem Plan B. Der hat nämlich gesagt, seine vier Komponenten, die müssen zusammen umgesetzt werden, damit es halt ein gutes, menschenwürdiges Geldsystem ist. Da die letzten beiden Themen, soziales Bodenrecht und eine freie Presse, gesetzliche Änderungen benötigen, können wir es halt von unten noch nicht durchsetzen, sondern das kann man dann später halt nachschieben, wenn man erstmal schon mal den Umschwung zu fließendem Geld geschafft hat. Also im Prinzip ist die Flussmark dann so ein Anfang von dem Plan B, die Umsetzung. Dann kommen wir jetzt zu den Zielen, die das neue Geldsystem mitbringen soll. Ich finde es wichtig, dass das Geld seinen Stellenwert langsam verliert und nicht mehr die Nummer 1 ist und alles wird in Geld gemessen und alles, was keine Finanz, also was kein Geld bringt, ist nichts wert. Und das ist einfach falsch, weil es gibt noch viel mehr, was halt unbezahlt heutzutage ist. Zum Beispiel der Job einer Mutter, ja, ist heute unbezahlt. Dann
ist ein Ziel, dass wir in Wohlstand kommen und die Freiheit, so richtige Freiheit genießen können und dadurch dann auch glücklich werden können. Was ich aber dazu sagen muss, das Geldsystem kann keinen Menschen glücklich machen. Das liegt am Menschen selber. Der muss im Prinzip gucken, was macht mich glücklich und dann das einfach tun. Also es liegt an jedem selber, glücklich zu werden. Und wenn da jetzt das Geldsystem nicht mehr ein Hinderungsfaktor ist, dann ist schon viel erreicht. Längerfristig finde ich noch sehr interessant, eine Schenkungswirtschaft zu haben und man dadurch dann auf Geld verzichten kann. Es macht keinen Sinn, in eine Tauschwirtschaft zu gehen, weil Tauschen ist halt, also für Tauschen ist halt das heutige Geldsystem schon ganz gut. Also Geld ist ja nicht grundsätzlich schlecht. Aber wenn wir halt darauf verzichten können und uns dann gegenseitig vertrauen und einfach unsere Produkte schenken, dann wäre auch eine neue gute Zeit zu erwarten. Bedingungslose Liebe ist dabei ein interessantes Themenfeld. Tiere zum Beispiel haben bedingungslose Liebe oder die Kind-Eltern-Beziehung ist auch meistens bedingungslos. Reine Erde- und Tierwelt ist auch erstrebenswert, damit wir lange noch hier leben dürfen. Gut, dann fangen wir mit dem ersten Konzept an, und zwar das fließende Geld. Da ist die Idee, dass sich das Geld an die Natur orientiert. Und somit verfault dann das Geld mit der Zeit. Zum Beispiel könnte man sagen, am Ende des Monats werden 1% von allen Geldguthaben abgezogen. Und dadurch ist es halt so, wer 100 Euro hat, hat dann am nächsten Monat nur noch 99 Euro. Aber danach wird es halt immer ein bisschen, also immer wieder nur 1% abgezogen. Dadurch ist der Trieb der Menschen so, dass sie das Geld ausgeben wollen und nicht horten, weil wer kein Geld am Ende des Monats hat, muss auch gar keine Fließzinsen bezahlen. Und wenn man es als Steuern betrachten würde, halt keine Steuern bezahlen müssen. Und so hat halt jeder es selbst in der Hand, ob er nur Geld verfallen lässt oder nicht. Und zwar ist dieser Fließzins eine Alternative zu dem Zins, den es heute in der Geldwirtschaft gibt, weil das Geld wird halt tendenziell gehortet, wenn man mehr verdient, als man braucht, und der Zins zieht halt das Geld wieder in den Wirtschaftskreislauf zurück, also als Anreiz sozusagen. Und mit dem neuen Geldsystem würde man halt diesen Fließzins als Anreiz haben, das Geld nicht einfach irgendwie zu horten und dann Kopfkissen, sondern wieder in die Wirtschaft zu investieren oder halt mehr Ausgaben zu tätigen. Und ja, das Geld, was halt dann abgezogen wird, könnte man als Steuern nutzen und der Staat könnte auf viele andere Steuern verzichten, die momentan das Leben erschweren. Ein interessantes Beispiel ist noch, dass im Mittelalter 300 Jahre lang fließendes Geld schon geherrscht hat. Und zwar war es da so, dass die Fürstentümer ihr Geld mit einer Jahreszahl bedruckt haben und im nächsten Jahr waren dann halt die Münzen nichts mehr wert. Die Menschen, die mussten halt dann die Münzen zum Fürsten bringen, der hat eine neue Jahreszahl aufgedruckt und 20% des Geldes behalten. Und dadurch musste halt jeder Mensch, der noch am Ende des Jahres Geld hatte, 20% Steuern bezahlen. Das hat natürlich niemand gerne gemacht und dadurch haben die Menschen für ihr leibliches Wohl gesorgt und haben prunkvolle Fachwerkhäuser gebaut und vor allem Möbel, die feiner und es war einfach genug Geld da, um die Detailgrade sehr hoch zu schrauben. Wenn man dann nach ein paar Jahren alles hatte an Weltliches, hat man dann ans Geistliche gedacht und hat den Kirchen das überschüssige Geld einfach gespendet und geschenkt. Und dadurch konnten da in der Zeit halt viele Kathedralen gebaut werden. Teure Kirchen also. Und in diesen 300 Jahren soll es keine Kriege gegeben. Entschuldigung. In den 300 Jahren soll es keine Kriege gegeben haben, weil halt die Menschen glücklich waren, zufrieden waren, das Geld floss im Kreis ohne Ende, und es gab keinen Mangel.
der halt durch Kriege versucht wird auszugleichen von Kurfürsten. Und so konnten alle friedlich miteinander leben und waren ganze 300 Jahre lang glücklich. Wer weiß, was dann passiert war. Ach so, ich weiß, wie es zu Ende ging. Und zwar haben dann die Kurfürsten den Fließzins noch weiter erhöht und dann haben die Leute gesagt, wenn dieses Geld so wenig wert ist, dann wollen wir doch jetzt mal eine goldgedeckte Währung haben. Und da kam es dann zu diesen festen Währungen, die wir heute haben. Wie gesagt, könnte dieses Fließgeld vom Staat als Steuern genommen werden und die fließen dann im Prinzip jeden Monat an den Staat und die Steuerhöhe hängt dann von der Gesamtgeldmenge ab. Wer das Geld in dem Fall hat, ist vollkommen egal. Auch Ausland, auch das Ausland könnte dieses Geld haben und müsste den 1% an den deutschen Staat in dem Fall zurückzahlen. Und so wirkt der Fließzins immer und überall. Kleine Anspielung. Und ja, der Staat könnte damit seine Ausgaben decken und falls das nicht ausreicht, noch weiter die Mehrwertsteuer zum Beispiel betreiben. Interessant. Achso, bei der Mehrwertsteuer ist es so, dass dieses die größte Steuereinnahme ist. Und dadurch, dass die Leute gewillt sind, mehr Geld auszugeben, bevor sie es halt verfallen lassen, wird diese Steuereinnahme noch größer, ne? Weil viele halt was kaufen. Und interessant ist, in Wörgl war schon mal so ein fließendes Geld installiert worden in der Wirtschaftskrise. Und da ist es dann so gewesen, dass die Menschen ihre Steuern im Voraus bezahlt haben, weil sie jetzt gerade das Geld haben und bevor es verfällt, muss der Staat gucken oder die Stadt halt zugucken, wie sie mit dem Geld weiterarbeitet. Und die vielen anderen Steuern, die können, wie gesagt, schon dann wegfallen. Das wäre ein gewaltiger Bürokratieabbau und das frei werdende Personal könnte dann in der Realökonomie wirksam werden. Wenn es das möchte, ne? So. Wie würde sich der Fließzins für Reiche auswirken? Wer viel Geld hat, was nicht angelegt wird, müsste durch den 1% pro Monat halt viel Steuer zahlen, also würde viel Abzug bekommen. Und dann würde eben der Reiche sagen, gut, dann kaufe ich mir mehr und lebe dadurch den Reichtum. Er könnte auch Geld als 0% Kredit vergeben an Unternehmer zum Beispiel. Und das Interessante ist, dass da ja sein Geld, sein Vermögen erhalten bleibt, weil der Fließzins muss dann der Unternehmer tragen und erwirtschaften. Und trotzdem ist nicht der Zinseszinseffekt da, dass der Reiche, nur weil er reich ist, immer mehr Geld bekommt. Und somit wird die Kreditvergabe weiterhin interessant sein und ja, die Kredite müssen nicht mehr vollstreckt werden, weil der Kreditnehmer hat eigentlich ganz viel Zeit, um den abzubezahlen. Weil es wird nicht mehr Geld. Also mehr Schulden, wie in den heutigen Zeiten. Und so könnte man da halt sagen, falls mal das nicht zurückgezahlt wird, dass nicht angelegtes Geld auch dann weg wäre. Also in dem Fall verliert dieses Geld dann an Stellenwert, weil es halt mit den Krediten nicht mehr so ernst genommen werden muss. Wenn er später nochmal zahlt, dann ist doch auch schön, ne? Und wer da auf Nummer sicher gehen soll, möchte, soll, so wie in der heutigen Zeit schon, der Standardspruch lautet, immer schön streuen. Es gibt Leute, die rechnen die Zinsen, die heute durch Unternehmen, durch Steuern und durch alle möglichen Kredite erwirtschaftet werden müssen, rechnen die in die Produktkosten mit ein. Und diese Zinseinrechnung, die kann dann aufhören, weil halt die Zinsen keine Erwirtschaftungsproblematik produziert. Und dadurch sinkt dann die Zinslast für Privat- und Unternehmen. Ja, vielleicht sinken dann sogar die Produktpreise.
Ein Reicher könnte allerdings auch sagen, ich investiere lieber selber mein Geld und baut dann mehr Unternehmen auf. Und ja, durch mehr Unternehmen, die dann entstehen und durch den höheren Konsum entstehen auch wieder mehr Unternehmen, gibt es dann auch wieder mehr Jobs, aber in der Realökonomie und nicht irgendwelche sinnlose Arbeiten, in die Richtung es sich heute halt entwickelt. Auf jeden Fall werden durch dieses Fließzins sich die Märkte stark ändern und in welche Richtung sich das ändern wird oder wie es dann aussieht, kann jeder selbst mal drüber nachdenken. Auf jeden Fall wird es in meinen Überlegungen nicht zum Nachteil der Menschen führen. Ja, wenn man sich jetzt die unteren 50% der Bevölkerung anschaut, die haben meistens so viel Geld, dass sie alles ausgeben und dadurch keinen Abzug vom Geld haben und eben dadurch auch kaum Steuerzahlungen leisten müssen. Durch die erhöhte Nachfrage wird dann ja auch gibt es mehr Jobs und das Geld verdienen wird leichter als heute. Und dadurch entsteht dann wieder eine höhere Nachfrage. Dann das Sparen auf Autos und Häuser wird weiterhin möglich sein. Zum Beispiel kann man einen Vertrag abschließen mit einem Autohaus, dass ich jetzt schon mal das Auto zahle und später das Auto bekomme. Und dadurch eben dieser Fließzins nicht für mich wirkt, sondern das Autohaus jetzt schon mit dem Geld arbeiten kann und dann selber den Fließzins trägt. Es kann aber auch ein 0% Kredit genommen werden und ja, es ist halt ähnlich wie heute, nur ohne Zinsen. Interessant ist auch, wie sich der Fließzins für die Gesamtwirtschaft auswirkt. Es wird sich, wie gesagt, viel ändern und dann auch wieder einpegeln in ein stabiles System. Wer das Sparparadox kennt, der weiß, dass wenn der Staat Geld sparen muss, wie der griechische Staat momentan, dann haben die Privathaushalte weniger Geld zur Verfügung und die Industrie ebenfalls. Und dadurch werden diese beiden Gruppen auch gezwungen zu sparen und dadurch sinkt Geldmenge, die halt im Umlauf ist. Der Staat bekommt weniger Steuern, muss dann wieder mehr sparen und so kommt es zum Sparparadox. Und mit dem Fließzins ist es genau die gegenteilige Auswirkung. Der Staat würde die Steuern reduzieren können, dadurch entsteht wieder mehr Nachfrage. Und das Geld sitzt sowieso lockerer bei den Menschen, weil sie es ja lieber ausgeben, bevor es verfällt. Die Menschen haben dadurch erhöhte Kaufkraft und somit wird die Wirtschaft sehr viel mehr Geld bekommen. Und aber was soll nun die Wirtschaft machen, weil es zerfließt ja auch bei denen? Die Firmen möchten am Ende des Monats kaum Geld auf dem Konto haben, um eben wenig Steuern, Fließzinsen zu bezahlen. Und dadurch kaufen sie dann mehr beim Lieferanten, können wieder eine Lagerwirtschaft betreiben, weil dort zerfließen die Waren und Rohstoffe nicht. Und sie können mehr Jobs ermöglichen und höhere Gehälter auszahlen. Gleichzeitig können sie auch die Produktionsautomatisierung weiter vorantreiben, also in teure Maschinen investieren. Und dadurch die schwere Arbeit reduzieren. Und dadurch, ja, schwere Arbeitsplätze halt wegfallen lassen. Die Taz-Reporterin Ulrike Herrmann hat da ein interessantes Zitat. Die Belegschaft habe ich einfach mal ein paar Arbeiter hingemalt, die scheinbar angepisst sind, aber sie sind frei von der Arbeit durch den Fortschritt und ja, können sich im Prinzip zur Ruhe setzen oder sich neue Betätigungsfelder suchen. Da, um das zu ermöglichen und damit die halt nicht traurig sind, muss man das Einkommen von der Arbeit trennen und das würde ein bedingungsloses Grundeinkommen ermöglichen. Also die Leute bekommen weiterhin 1.000 Euro im Monat, dürfen an der Gesellschaft teilhaben und ja,
engagieren sich ehrenamtlich oder bauen selbst Gemüse an, je nach Interessenslage. Also es muss eine Möglichkeit gegeben werden, dass der Wegfall von Arbeitsplätzen nicht als schlimm erachtet wird, so wie es heute halt ist. Heute demonstrieren sie, um Arbeit zu bekommen. Na gut. Und da stellt sich halt jetzt die Frage, was machen wir mit dem Fließzins? Entweder wir finanzieren damit den Staat und der arbeitet weiterhin mit seinen 12 sozialen Gesetzbüchern und 155 Sozialleistungen und betreibt dafür 38 Behörden. Und das wäre möglich, so weiterzumachen wie bisher, aber es ist in meinen Augen nicht menschenwürdig. Man könnte aber mit dem Geld ein bedingungsloses Grundeinkommen finanzieren. Und dadurch würden dann die vielen Gesetzbücher überflüssig werden. Und jetzt kommen wir zum bedingungslosen Grundeinkommen und erklären das. Und zwar ist es so, dass es egal, also bedingungslos ist, es ist egal, wer man ist, wie alt man ist, wie man arbeiten könnte oder ob man arbeitet, wie viel Geld man verdient. Alles ist egal, man bekommt einfach 1000 Euro pro Monat. Auch egal, wie viel Vermögen man hat. Für einen Reichen ist es so, dass es die 1000 Euro im Monat mehr nichts ausmachen, ein Tropfen auf den heißen Stein sind. Aber für die meisten Menschen, die halt 50% der Gesellschaft ausmachen und fast nichts haben, für die ist es dann viel Geld. Und dadurch, dass es halt vom Staat aus bedingungslos angesehen wird oder es bedingungslos ist, müssen keine Einkommensoffenlegungen mehr gemacht werden. Man weiß einfach, also die Menschen wissen einfach, dass man das Geld bekommt, egal was passieren sollte in Zukunft. Und damit haben wir es dann geschafft, dass das Einkommen von der Arbeit entkoppelt ist und ja, dadurch ist Arbeitslosigkeit nicht mehr so schlimm. Interessant ist, dass Kinder, Kranke, Rentner und Arbeitslose, Künstler, alle Menschen sind und dadurch eben die 1000 Euro pro Monat bekommen. Delfine im Gegensatz dazu sind nichtmenschliche Personen. So wurde es in Indien definiert, damit sie nicht mehr eingesperrt werden dürfen. Aber es sind halt nicht Menschen. Ja? Kleiner Scherz am Rande. Was dabei entsteht, ist eine menschengedeckte Währung, weil jeder Mensch halt, nee, die 1000 Euro immer halt einem Menschen zugeordnet werden könnten. Und das heutige Geldsystem ist halt nur durch Glauben gedeckt. Jeder glaubt, dass er am nächsten Tag mit dem Geld noch Brötchen kaufen kann. Und wenn es dann nicht mehr so ist, dann merkt man, es ist mit nichts gedeckt. Also ist die Menschendeckung dann schon besser. Also, das bedingungslose Grundeinkommen, wie es sich für Kinder und Studenten auswirkt, es ist so, dass kein Kindergeld mehr nötig ist. Die 184 Euro müsste der Staat nicht mehr bezahlen. Und dadurch kann man auch sagen, dass das Kinderkriegen kein Armutsgrund mehr ist wie heute, sondern man weiß, man kriegt ein Kind. Man kriegt dann nicht mehr nur 1000 Euro, sondern auch noch 1000 Euro fürs Kind. Und dadurch kann man unbesorgt weiterleben. Und ja, es gibt halt viel Leid, was man so in Filmen sehen kann, zum Beispiel. Nur wenn man Kinder kriegt, und das ist ziemlich problematisch. Also das bedingungslose Grundeinkommen könnte auch ein Anreiz sein, um mehr Kinder zu machen. Es würde dann auch möglich sein, dass Kitas und Schulen privat bezahlt werden können. Und dadurch könnte man das Staatsmonopol an Schulgesetzen und Kita-Qualifizierung, was halt für den Staat angemessen ist, könnte dadurch durchbrochen werden. Weil man mit den 1000 Euro dann locker eine Kita oder eine Tagesmutter bezahlen kann. Und auch private Schulen sind dann nicht mehr Luxus, sondern
können halt durch dieses kinderbedingungslose Grundeinkommen bezahlt werden. Interessant ist dann auch das Homeschooling, weil das würde kostengünstiger sein und vielleicht auch effektiver. Und ja, wer eben möchte, könnte auch dann seine Kinder zu Hause unterrichten und halt nicht auf die Schule gehen. Also das ist halt so, was in Richtung Freiheit dann sich entwickeln könnte. Dann gibt man jetzt auch das Geld nicht direkt dem Kind und es selber kann dann mit einem Jahr entscheiden, was es monatlich mit den 1000 Euro macht, sondern man könnte es dann so regeln, dass das Kind 50 Euro jedes Jahr mehr bekommt und die Eltern anfangs die 1000 Euro überwiesen bekommen und dann halt immer 50 Euro weniger. Bis das Kind 20 Jahre alt ist, dann bekommt es das volle bedingungslose Grundeinkommen selbst in die Hand. Ich glaube, das ist eine ganz nette Regel. Und dadurch würden auch die Kinder selber ihr Fahrrad reparieren können und nicht mehr so in Armut gehalten werden, wie es heute noch ist. Also ich fühlte es so, dass ich halt durch das geringe Taschengeld nur in Armut gehalten werde. Also, wie wirkt sich das bedingungslose Grundeinkommen für Arbeitnehmer aus? Jeder Arbeiter bekommt unabhängig von seinem Einkommen eben 1000 Euro pro Monat und jeder der Zuverdienst ist halt zusätzlich und wird niemals angerechnet. Also fällt auch die Einkommensteuer weg. Also vielleicht fällt die Einkommensteuer weg, wenn man darauf verzichten kann. Aber man muss im Prinzip sich nicht mehr vor dem Finanzamt offenlegen. Und das Interessante ist dann, dass unwürdige Arbeiten halt durch den Arbeitnehmer ablehnbar sind, weil für ihr Existenzminimum ist halt gesichert. Und ja gut, da ist jetzt zu sagen, dass die 1000 Euro nur eine fiktive Zahl ist. Man kann sagen 1500 oder was weiß ich, was halt besser passt. Ich finde momentan 1000 Euro in Ordnung. Und ja, kann man ja später dann anpassen. So, und jetzt bei den unwürdigen Arbeiten. Wenn man zum Beispiel in Callcentern zusammengefercht ist, wenig Geld verdient oder Müllarbeiten machen muss, trotz Arbeit immer noch arm ist oder nervige Chefs hat, kann man halt die Arbeit ablehnen und dann müssten diese Jobs entweder besser bezahlt werden oder automatisiert werden. Und Jobs, die Spaß machen, wie zum Beispiel auf der rechten Seite dargestellt, müssten nicht zu gut bezahlt. Also ja, wenn der Chef halt gut ist oder lustig ist, der muss seinen Angestellten nicht unbedingt viel Geld bezahlen, weil es dann halt in Richtung ehrenamtlich tendiert. Also Jobs, die Spaß machen, aber nicht gut bezahlt werden, können trotzdem halt angenommen werden, weil das Auskommen und das Überleben ist halt gesichert. Und somit können auch Ehrenamtliche ihre Berufung folgen und ja, und dann einfach ihren Hobbys oder ihr selbst verwirklichen. Und vielleicht damit glücklich werden, ne? Für Topverdiener ist das bedingungslose Grundeinkommen wieder nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber denen geht's ja gut. Also die bekommen's trotzdem, dann sind sie sich sicher, dass sie auch in Notfallzeiten halt die 1000 Euro bekommen. Egal was passiert. Dann, was können Selbstständige mit einem bedingungslosen Grundeinkommen machen? Also wieder dadurch, dass es bedingungslos ist, ist es egal, wie gut das Geschäft läuft. Auf jeden Fall haben die Selbstständigen dann keinen Druck mehr, dass alles weiter funktionieren muss. Und ja, Geschäfte können halt einbrechen oder aufgegeben werden, wenn man einfach Geld zum Leben hat. Interessant ist dann auch, wenn man halt ein Geschäft zumachen muss, da kann man sicher sein, dass die Angestellten für deren Leben halt aufgesorgt ist und man jetzt da nicht in Verpflichtung steht, dass man halt nicht in Verpflichtung für die Angestellten steht. Schlechte Zeiten könnten dann mit einem bedingungslosen Grundeinkommen vielleicht auch sogar überbrückt werden und dass die Angestellten vielleicht kurzfristig auf Gehalt verzichten,
Da ist es dann halt wichtig, wie das Arbeitsklima aussieht. Ne? Durch das bedingungslose Grundeinkommen kann dann auch können Start-up-Unternehmen realisiert werden, auch wenn man kein Kapital hat. Und ja, Kinder können halt, nee, Kinder haben viele, viele Ideen und Träume. Und vielleicht können halt einige mit dem bedingungslosen Grundeinkommen im Hintergrund umgesetzt werden. Auch ist möglich, dass unlukrative Geschäftsideen für Kultur, Soziales oder einfach zum Zeitvertreib ja, gemacht werden können. So zum Beispiel ein Tante-Emma-Laden, wenn er sich eigentlich nicht mehr lohnt, aber man halt so im Kontakt ist mit anderen Menschen. Oder wenn man in ein Altenheim geht, um den Leuten dann mit denen zu spielen oder Bücher vorzulesen. Das kann man halt machen. Es bringt vielleicht kein Geld, aber man hat ja genug zum Leben. Ja, und so ist halt der Druck weg und mehr in Richtung Unternehmertum entsteht. Wie wirkt sich das bedingungslose Grundeinkommen auf für Rentner aus? Wenn man Rentner wird, bekommt man weiterhin die 1000 Euro und egal, ob man auch in eine Rentenkasse eingezahlt hat oder nicht. Und damit ist auch die Rentenarmut, wie sie halt heute passieren kann, nicht mehr möglich. Man kann halt mit den 1000 Euro rechnen und wenn man damit im Alter nicht zurechtkommt, kann man weiterhin die gesetzliche Rente laufen lassen, so wie sie heute funktioniert, oder private Vorsorgungen machen. Es ist halt so wie heute, da ändert sich gar nicht so viel. Interessant ist auch, dass die Rentner dazu verdienen können. Es wird ja nicht angerechnet auf das bedingungslose Grundeinkommen. Und vielleicht dann auch auf die gesetzliche Rente nicht mehr. Und dann kann man sagen, Mensch, wie lange möchte ich arbeiten? Möchte ich früher in Rente gehen oder später? Das kann dann jeder selber entscheiden, wann er sich zur Ruhe setzen möchte. Und dadurch entsteht eben keine große Umstellung mehr zur Rente. Und links die Omas, die drei Omas, sind aus dem Film, die eine Bank, glaube ich, überfallen hatten, weil ihnen ihr letztes Gespartes für eine Reise geklaut wurde bei einem Banküberfall. Und das müssten die dann mit bedingungslosem Grundeinkommen halt nicht mehr tun. Ja, sondern könnten einfach leben. Wie sieht's aus für arbeitsfreie Menschen? Also, das ist so ein neues Wort, wo man nicht mehr arbeitslos sagt und das als Abstempelung genutzt wird. Auch bedeutet hier Bedingungslosigkeit, dass keine Bedingungen dran geknüpft sind. Hartz IV würde abgelöst werden und nicht mehr nötig sein. Und dadurch entstehen keine unwürdigen Anträge mehr oder Fragen und Kontrollen und misstrauische Kontrollen vor allem. Und dieser Status von arbeitslos ist dann überflüssig, weil es egal ist, wie viel man verdient. Ob man nichts verdient, ob man viel verdient. Ja. Und da kann man sich mal in der Tierwelt umschauen. Habe ich mal ein paar lustige Bilder hingepackt. Faulheit liegt in der Natur und ist nicht per se was Schlechtes. Also welche Menschen, die Menschen, die mit Faulheit glücklich sind, können das meinetwegen gerne tun. Aber ich glaube, dass nach einem Jahr spätestens, wo man nichts getan hat, Ideen bekommt, Mensch, was ist mein Interesse, wo möchte ich mich engagieren oder was möchte ich umsetzen? Ja? Und ich glaube auf keinen Fall, dass alle Menschen dann zu Hause sind und keiner mehr arbeitet und dass dann alles Bach runtergeht. Ich glaube, die meisten Menschen, die haben Ideen und wollen irgendwelchen Mehrwert schaffen für andere Menschen. Ja, für arbeitsfreie Menschen ist es so, dass jeder Zuverdienst jederzeit möglich ist und nirgendwo angemeldet werden muss. Und wenn es keine Steuern mehr gibt, habe ich ja schon mal angesprochen, gibt es auch keine Schwarzarbeit mehr. Also deswegen da das Bild mit den durchgestrichenen Verhafteten sozusagen.
Ja, also ich sehe es so, dass die vielen oder die meisten Menschen, die heute Hartz IV bekommen, können sich dann einfach selbst verwirklichen und ihren Interessen nachgehen. Und die wenig faulen Menschen, die es heute auch gibt, wird es mit bedingungslosem Grundeinkommen auf jeden Fall genauso geben. Aber vielleicht wird ihnen ja langweilig und dann bringen sie sich auch irgendwie ein. Man kann ja dann Unterstützungen schaffen, weißt du, so wie Arbeitsvermittlungen oder Projekte, wo man dann halt eine zentrale Anlaufstelle hat innerhalb einer Gemeinde. Also es gibt da auch wieder neue Möglichkeiten für den Staat zu vermitteln. Und das Interessante ist, dass die 1000 Euro pro Monat auf jeden Fall wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückkommen. Also es ist ja kein verlorenes Geld. Ja? Also ich finde diesen Zustand der Arbeitsbefreiung gar nicht so schlimm. Dann kommen wir zu den Künstlern. Die sind, ja, also wer den Mut hat, heutzutage zur Kunst zu gehen und das einfach auszuleben, der verdient meinen Respekt, weil die meisten Künstler halt brotlose Kunst, so wie es halt im Sprichwort heißt, betreiben. Und nur wer einmal sich einen Namen geschaffen hat, der hat dann viel Verdienst. Und ja, zum Beispiel bei den Schauspielern ist ja dann so, dass sie auch dann schnell zu viel verdienen und viele andere Schauspieler gar nichts verdienen. Und somit ist auch kein Künstler-Hartz IV mehr nötig, was es glaube ich heute gibt. Und ja, vielleicht könnte sogar Kunst die wichtigste Arbeit in der neuen Gesellschaft werden, weil es geht halt um die Zeit, also ums Glück, um die Zeit zum Glücklichwerden zu nutzen. Und wenn man dann eben sich an Kunst erfreuen kann, das ist gut. Das Brot eines Künstlers ist der Applaus. Ja. Und auch wenn man Sportler ist, könnte man dann durch das bedingungslose Grundeinkommen schon intensiv trainieren. Und Nebenjobs sind nicht mehr nötig, nicht mehr zwangsmäßig. Und Maler könnten Material kaufen. Low-Budget-Filme können realisiert werden und unbekannte Schriftsteller müssen den Buchdruck zwar selber bezahlen, aber haben auch die finanziellen Mittel, um den dann selber zu bezahlen, ja? Und einfach anzufangen. Auch Obdachlose und Bettler bekommen die 1000 Euro und vielleicht hört dann dieses Armutsbild auf, dass vielleicht nicht mehr gebettelt werden muss. Auf jeden Fall muss keine Wohnung genommen werden, so wie es beim Hartz IV momentan notwendig ist. Eine Identifikationsnummer würde ausreichen, sodass kein Mensch jetzt zwei bedingungslose Grundeinkommen bekommt. Aber wer möchte, kann auch jederzeit betteln gehen. Aber vielleicht lohnt sich das nicht, wenn man dann am Tag 30 Euro mehr bekommt. Und jeder, der halt an einem Bettler vorbeilaufen muss, den ich mir ein schlechtes Gewissen haben. Und gerade das heutzutage noch Menschen in Mülltonnen in Deutschland rumkramen nach Pfandflaschen oder nach Essensresten, stimmt mich einfach sehr traurig und ich hoffe, dass das dann aufhören könnte. Beim Ausländer könnte man sagen, ja, jeder bekommt auch 1000 Euro, wenn er dann hier wohnt, weil das Geld fließt ja über Umwege vielleicht auf jeden Fall wieder nach Deutschland und halt wieder in unsere Wirtschaft und ist dadurch gar nicht so schlimm. Jetzt könnte man natürlich sagen, gut, wenn man 1000 Euro bekommt, dann kommen ja alle hierher. Man könnte es dann so beschränken, dass man am Anfang nur 200 Euro bekommt und dann immer 100 Euro mehr. Und wer sich als Helfer oder Vermieter für einen Ausländer interessiert, kriegt halt das restliche Geld vom bedingungslosen Grundeinkommen. Aber das ist auf jeden Fall gesetzlich zu regeln und könnte unterschiedlich umgesetzt werden. Das ist jetzt nur einfach mal nur ein Beispiel, ein Vorschlag. Und zum Schluss, ach egal, das Dazuverdienen für Ausländer wäre dann auch gleich von Anfang an möglich und würde nicht verboten werden, so wie es momentan im Asylgesetz
stattfindet. Eine kurze Zusammenfassung von bedingungslosen Grundeinkommen. Interessante Frage ist, was würden Sie tun, wenn für Ihr Auskommen gesorgt ist? Würden Sie ja weiterhin arbeiten? Also ich würde auf jeden Fall weiterhin arbeiten, aber nicht mehr 8 Stunden am Tag für irgendeine Firma, wo es vielleicht auch gar keinen Spaß macht, sondern ich würde meine eigenen Projekte programmieren, so wie ich es jetzt vorhabe. Und der Selbstverwirklichungsdrang, der ist wichtig und der wird auch weiterhin bestehen bleiben beim bedingungslosen Grundeinkommen. So ist meine Ansicht. Unfreiwillige Arbeit wird ablehnbar. Die Arbeitszeit kann man sehr gerne verringern und dann halt nur noch 4 Stunden arbeiten und ja, durch den Produktivitätszuwachs haben wir es uns eigentlich verdient. Aber momentan wird diese erhöhte Produktivität durch den Zinseszinseffekt einfach abgesogen. Und die Menschen kommen dadurch nicht weiter in Wohlstand durch die Automatisierung, sondern halt in die andere Richtung, Richtung Armut. Der Chef, der kann nicht einfach mehr Druck auf die Menschen, auf die Mitarbeiter ausüben, sondern die Chefs müssen halt motivieren. Und wenn sie nicht motivieren können, dann müssen sie gucken, ob sie auch ohne Arbeiter auskommen oder muss denen halt richtig viel Geld bezahlen können. Ja, also es wird sich da am Arbeitsklima sehr viel ändern. Für uninteressante Arbeit wird so sein, dass halt die Löhne steigen und ich denke auch, dass die Gier der Menschen, die natürlich da ist, mehr haben zu wollen, genug Arbeitskraft mobilisieren wird, um zum Beispiel die Müllabfuhr weiterhin zu tun. Und wenn das automatisiert werden kann, dann ist es ja noch schöner, noch besser. Wenn niemand mehr Müll abtransportieren muss, ist doch gut, oder? Ja, der Wirtschaftswachstumszwang, der heutzutage halt dann politisch gefordert wird, ist dann nicht mehr nötig, weil wir bekommen halt die Möglichkeit, mit uns selbst glücklich zu werden und uns selbst zu beschäftigen. Ja, ohne dass der Staat irgendwie eingreifen muss oder steuern muss. Gut, wie könnte jetzt der Staat die beiden Konzepte umsetzen? Die Europäische Zentralbank oder eine deutsche Zentralbank könnte auch im Euro-Geldsystem halt einen Fließzins von den Banken fordern. Die Banken fordern das natürlich von den Menschen, von den Kunden und von der Industrie halt weiter ein oder geben denen weiter den Zins und die bezahlen den. Dadurch entsteht schon dieser erhöhte Austausch zwischen Wirtschaft und Arbeitnehmern oder Menschen. Das Geld, was dann die EZB bekommt durch den Fließzins, würde dann dem Staat als Einnahmen zugeführt und der könnte dann das bedingungslose Grundeinkommen an die Menschen wieder verteilen, um ein menschenwürdiges Dasein nach § 1 Grundgesetz halt zu ermöglichen. Aber ich glaube, dass Merkel und Schäuble das einfach nicht machen wollen und dadurch müssten die Menschen sich alle einig sein und eine kritische Masse erreichen und dann die Medienaufmerksamkeit bekommen und dann erst würde die Politik etwas ändern. Und ich glaube, das dauert lange und wird schwierig und da die Medien meistens in der Hand der Banken sind, wird es nicht passieren. Also die Massenmedien, die werden dann nicht über so eine Möglichkeit reden. Und deswegen finde ich, werden wir dazu gezwungen, es im Prinzip selber zu machen. Und das möchte ich jetzt mit der Flussmark machen. Und freue mich auf Unterstützung von Programmierern, Verteilern und eine einfache Registratur unter flussmark.de, damit wir sehen, wie viel Interesse ist da. Und ja, wer spenden möchte, kann es gerne tun. Wir sehen uns im nächsten Teil. Bis gleich.